So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder ein festes Thema und das Thema heißt hart bestraft. Seid ihr schon einmal sehr, sehr hart bestraft worden? Das kann im juristischen Sinne sein, das kann aber auch von einem Menschen sein, von einem Partner, von Verwandten, von Fremden, aufgrund vielleicht einer Racheaktion. Oder habt ihr schon einmal sehr harte Strafen ausgeteilt? Und ihr sagt im Nachhinein, das war vielleicht zu hart. Oder ihr sagt im Nachhinein, das war genau richtig. Anders ging es gar nicht. Hart bestraft heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, mit mir über eure Geschichte sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Brigitte. Und Brigitte ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Brigitte. Ja. Ja, du hast dich auch zu dem Thema hart bestraft gemeldet. Ja. Bist du schon mal hart bestraft worden? Ja. Du bist hart bestraft worden. Ja, und zwar als Unschuldige. Ich war politische Gefangene in der ehemaligen DDR. Ah ja. Warum warst du politische Gefangene? Ja, bitte? Warum warst du politische Gefangene? Der Strafvorwurf lautete landesverräterische Nachrichtenübermittlung. Ja. Mein ältester Sohn war damals 20, ist ebenfalls bestraft worden. Ja. Wegen Agent nach... Du bist ein bisschen aufgeregt, aber macht ja gar nichts. Ja, das ist so schrecklich. Ja. Also ist ebenfalls bestraft worden, mit mir gemeinsam. Ja. Nun war das gerade so ein landesverräterische Agententätigkeit, genau. Nannte da, sich das an. Was steckte denn, gegen die DDR. Was steckte denn dahinter? Da steckte dahinter, dass ich 1986 nicht zu einer dieser Scheinwahlen gegangen bin. Ja. Man konnte ja nicht wählen, Kreuze machen gab's nicht. Ja. Nur Zettel falten, in Kasten stecken. Ja. Und daraufhin bin ich fristlos entlassen worden. Ich habe damals als Berufsschullehrerin gearbeitet. Ja. Und obwohl es hier keine Wahlpflicht gab, wurde das aber von jedem, zumindest wenn er in Staatsdiensten war oder irgendwelche anderen ja. verantwortlichen Tätigkeiten hatte. Und das wurde überwacht dann auch? Sodass ja, selbstverständlich, sodass das sofort rauskam, wenn man dann nicht zur Wahl gegangen ist. An dem Wahltag selbst bin ich noch belästigt worden, stundenlang. Von Funktionären, Bürgermeister, von der Kreisverwaltung, von der Schulverwaltung, direkt von der Schule. Dass du hingehen sollst, oder ja, was? Ja, dass ich hingehen soll. Weil die schon ahnten, dass du nicht hingehen würdest. Ist sofort gemeldet worden. Damals sind alle Leute, oder zumindest in den kleinen Orten, früh bei Zeiten dorthin gegangen. Ja. Und, ach so. Und du fehltest und dann war es gleich raus. Um 10 vor Mittag oder vor um 9 schon erschien schon der Bürgermeister und hat mich da auffordern wollen, zur Wahl zu gehen. Du hast gerade irgendwas gesagt von Nachrichtenübermittlung. Ja. Was meinten die damit? Ist das damit gemeint oder war noch was anderes? Nein. Also alles das, was mir widerfahren ist, habe ich meiner Freundin, die lebte damals in Nordrhein-Westfalen, mitgeteilt in normalen Briefen. Ah. Über einen längeren Zeitraum natürlich, über Jahre. Ja. Was ich nicht wusste, das haben wir erst bei der Akteneinsicht erfahren, dass wir total überwacht wurden von der Stasi, also dem Ministerium für Staatssicherheit. Also die haben mitbekommen, dass du schlecht über ihren also tollen Staat schreibst. Alles. Sie haben nicht nur mit, sie haben alles abgefangen. Die Post hin und her, alles kopiert, liegt inzwischen alles vor. Hat deine Freundin, du hast ja bestimmt mit ihr später darüber gesprochen, hat die nichts gesehen, dass die Briefe geöffnet wurden? Nein. Das war perfekt gemacht alles. Aber sicher, die hatten Maschinen dafür, also wer sich aber dafür... Aber du warst doch dann wahrscheinlich eine sehr kritische und aufmerksame Frau. Ja. Hast du das nicht geahnt, dass die in die Post reingucken? Nein. Also ich muss sagen, ich hatte auch Verwandte damals in der DDR. Das war uns immer klar, dass wir nie offen schreiben sollten. Weil wir immer Angst hatten, dass das wird irgendwie gelesen. Das war doch nichts Außergewöhnliches, was ich geschrieben habe. Meintest du das, ja. Das war das ganz normale Leben, das ich beschrieben habe. Aber das war für die natürlich schon Landesverrat und also der Landesverrat bestand letztendlich darin, oder die Agententätigkeit, dass meine Freundin sich erkundigt hat bei der Menschenrechtsorganisation Hilferufe von drüben. Ja. Gab es übrigens damals unter Vorsitz von Gerhard Löwenthal. Ja. Auch eine Sendung im Fernsehen, im ZDF. Genau. Und die haben alle Vierteljahr eine Zeitung herausgebracht, da wurden die Fälle veröffentlicht. Ach so. Und meine Freundin hatte da schon mal nachgefragt, ob uns denn geholfen werden könnte, denn nachdem ich fristlos entlassen worden war und keine Arbeit mehr bekam, haben wir einen Ausreiseantrag gestellt. Mhm. Bist du dann auch noch in ein Gefängnis gekommen? Ja, natürlich. Du bist in ein Gefängnis gekommen. 1998.
88, ist die gesamte Familie abgeholt worden, nachts, so was ist immer, also spät abends oder im Morgengrauen geschehen. Was heißt gesamte Familie? Wer war es alles? Mein Mann und meine beiden Söhne, 20 und 15 Jahre alt. Die ganze Familie wurde abgeholt? Ja. Mhm. Keiner wusste vom anderen, wo er geblieben war. Mhm. Wir wurden dann, also ich und mein Sohn auch, mein Mann und unser jüngster Sohn, die hat man dann nach 24 Stunden wieder weggelassen, beziehungsweise meinen jüngsten Sohn erstmal in ein Kinderheim gesteckt. Mhm. Ja. Und du? Ich blieb da. Du bliebst im Gefängnis. Ich wurde die ganze Nacht verhört. Ja. Es war alles diffus. Ich wusste nicht, in welche Richtung das gehen sollte. Ja. Dann. Wie bist du behandelt worden in dem Gefängnis und auch bei den Verhören? Also erstmal gab es grundsätzlich Einzelhaft. Mhm. Die Verhöre waren so, dass ständig gedroht wurde, es könnte also sonst was passieren und wir können mit ihnen noch ganz anders verfahren. Mhm. Das habe ich aber später gesehen bei der Besichtigung der Zelle, also diese Tigerkäfige, schallisolierte Dunkelzelle, mir Gott sei Dank erspart geblieben. Aber ich hatte einen schweren Unfall dort, Kniescheibenbruch. Ich bin tagelang nicht behandelt worden, dann hat man mich... Wie ist der Kniescheibenbruch entstanden? Durch ein Versehen? Bist du umgeknickt? Oder? Ja, ich bin umgeknickt und zwar haben wir Arbeitsschuhe bekommen. Unsere sämtlichen Privatsachen mussten abgegeben werden. Wir hatten nichts, nicht mal eine Uhr oder sonst was. Mhm. Und wir bekamen sogenannte Anstellungskleidung und Arbeitsschuhe. Ich bin umgeknickt, fiel auf die Kniescheibe kaputt. Ja. Tagelang keine Behandlung, keine Schmerztablette, nichts. Mhm. Bin dann in einem Minibus nach Berlin transportiert worden. Mhm. Da gab es das zentrale Haftkrankenhaus für die politischen Häftlinge. Und ich bin da operiert worden in einer Klinik. Ich wusste weder von wem noch mit wem ich es da generell zu tun hatte. Wir hatten keine Namen. Ja. Wir hatten nur Nummern. Ihr hattet nur Nummern. Aha. Nur Nummern. Man muss das immer mal nochmal jetzt zwischendurch sagen. Ja. Dies alles ist dir widerfahren, weil du nicht zur Wahl gegangen bist, die gar keine Wahl war, sondern eine Scheinwahl. Und weil du einfach nur darüber deine Freundin im Westen berichtet hast. Richtig. Und bist behandelt worden wie ein Schwerstverbrecher. Ja. Schlimmer. Wie lange bist du dann, ja Gott sei Dank kam dann ja bald die Wende. Na, da hatte das nicht, ich bin vorher weg. Ich bin dann später noch in den sogenannten Strafvollzug gekommen. Ich wurde also zu 3 Jahren verurteilt, kam nach Hoheneck, hab da Zwangsarbeit leisten müssen, hab die Produkte, also es war Bettwäsche, nachher bei Quelle und den anderen Versandhäusern wiedergefunden. Also wir waren damals schon so eine Art verlängerte Werkbank. Und bin dann freigekauft worden. Du bist ja freigekauft worden. Ja, Amnesty International hatte sich für uns eingesetzt. Ja. Wir waren gewaltlose politische Gefangene. Ja. Und die Bundesrepublik hat uns freigekauft. Ja. Am 10. Mai 1989 bin ich mit meinem Sohn in Gießen in dem Aufnahmelager angekommen. Lebst du jetzt wieder in der ehemaligen DDR oder bist du im Westen geblieben? Nein, ich bin wieder da. Du bist wieder zurück in deine Heimat gegangen. Ja, in dem gleichen Haus, mein Elternhaus. Hast du irgendwie in irgendeiner Form eine Entschädigung bekommen für das, was dir widerfahren ist? Ja, es gibt ein sogenanntes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz. Mhm. Und da wurden also für die Haftmonate, das muss ich erstmal umreden. Ja, so viel ist das nicht, ne? Also wurde was bezahlt, aber die im sogenannten Westen gelandet sind, haben weniger bekommen. Ja. Was sagst du denn? Du bist ja nun wie eine Frau wie von so vielen, 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 vielen Menschen ein Opfer des SED-DDR-Regimes gewesen. Ja. Was sagst du, wenn heute so Politiker, vor allen Dingen aus der linken Seite, irgendwie das relativieren, die auch immer irgendwelche positiven Seiten noch darstellen und die DDR gar nicht so schlecht so schlecht beschreiben? Was soll ich sagen? Ich müsste jetzt antworten wie ein Politiker, differenziert betrachten, ja? Mhm. Also diese Dinge, über die ich spreche, die ich erlebt habe als politische Gefangene, die haben ja jetzt nichts mit anderen Dingen zu tun, soziale Maßnahmen und ähnliches. Nein. Ja, wir haben ja ein normales Leben geführt. Ja, es geht um das politische System. Aber was mein großer Vorwurf ist, ich finde es erbärmlich, dass man nicht sofort die SED, die sich dann im PDS und jetzt in Linke umbenannt hat, verboten hat. Denn es kann eigentlich nicht sein, dass diese Verbrecher jetzt wieder in allen Parlamenten bis hin nach Straßburg sitzen, an der Gesetzgebung mitbestimmen, Brigitte, von unseren Steuergeldern finanziert werden. Ja, ich muss ja sagen, das war genau meine Überlegung auch und mein Empfinden nach der Wende. Und Willy Brandt hat das damals gefordert.
Und er ist leider nicht, er hat leider kein Gehör gefunden. Ach. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Denn mit all den Geldern aus diesem Unrechtsregime agieren heute noch weiter die Leute. Ja, und so ist hinzu kommt, sie haben dicke Renten bekommen, und das kommt hinzu bis über 100.000 ja. Mark. Mhm. Und der Markus Wolf ist heute hoch geehrt. Einer der größten Nachkriegsverbrecher. Und er war ja stellvertretender Stasi-Chef. Hoch geehrt zu Grabe getragen worden. Ja. Ja, ja, also das ist natürlich eine Geschichte, die sehr gut in unser Thema passt, liebe Brigitte. Gut, ich hoffe, dass es dir heute ganz gut geht und dass du diese schlimme Zeit einigermaßen verarbeitet hast in deiner Biografie. Sowas kann man nie vergessen. Vergessen kann man es nicht, ne? Es gibt kaum einen Tag, an dem man nicht an diese Dinge erinnert wird. Ja, ich glaube es. Ja. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. Gott sei Dank. Ja. Ich hoffe das. Ich bin mir nicht sicher. Denn die neuen KZs wie Abu Ghraib und Guantanamo, ja, ja, die sind ja noch viel schrecklicher. Aber auf unserem Boden ist es hoffentlich für immer vorbei, dieses Thema. Tja, ich hoffe das. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, Brigitte. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt hart bestraft. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine sehr harte Strafe schon haben einstecken müssen. Von wem auch immer. Gerichtlicher Seite oder von privaten Leuten. Und ich möchte gerne mit Menschen reden, die selbst harte Strafen ausgeteilt haben. Vielleicht sehr harte Strafen. Die entweder ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sagen, das war zu krass, was ich damals gemacht habe, oder die sagen, nee, das war genau richtig, eigentlich hätte es noch eine Nummer doller sein sollen und sein müssen. Hart bestraft. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Susanne ist hier. Susanne ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Susanne. Thema hart bestraft. Ja, ich bin auch hart bestraft. Ich bin hart bestraft von einem Stalker. Und zwar seit 1999. Seit 1999? Ja. Der Stalker war war damals Kunde in dem Salon, wo ich gearbeitet habe. Was war das für ein Salon? Friseursalon. Friseursalon, ja. Also ich bin Friseurin, bin heute selbstständig, mache Styling und Make-up für besondere Anlässe, also Hochzeiten und so weiter. Ja. Ne? Also der war damals 1999, das ist ja irre lange her. 98, 99, ja, Kunde. Kunde. Und er hat also ein paar Mal die Haare von mir geschnitten bekommen und hat sich da wahrscheinlich in mich verliebt. Hm. Ich muss auch sagen, ich war einmal mit ihm essen und habe dann gesagt, dass ich also auch keine Beziehung mit ihm wünsche. Und seitdem ging's los. Bis zum heutigen Tage, mit der Steigerung bis letztes Jahr, dass er meine Wohnungstür eingetreten hat, auf meinen Freund gestürzt ist und geschrien hat, ich mach dich kalt, du Wichser. Ich ihn daraufhin mit einem Messer in den Rücken gestoßen habe, er ins Krankenhaus gekommen ist, am anderen Tag entlassen wurde, seelenruhig seinen Motorroller von meiner Wohnungstür abgeholt hat und ist nach Hause gefahren. Hat er dich angezeigt? Nein. Nein, ich wurde von der Polizei sozusagen pro forma angezeigt, gegen mich lief ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung, was aber eingestellt wurde, wegen Notwehr. Und ich fühle mich jetzt hart bestraft, bei der letzten Gerichtsverhandlung hat er für diese Geschichte 3 Monate Haft bekommen, auf Bewährung, und für 2-mal betrunken Rollerfahren, dieser Roller fährt 25 km/h, 6 Monate, die ausgesetzt auf Bewährung. Und gerade eben heute noch hat ein Saufkumpane oder so bei der Polizei angerufen, diese gewarnt, dass der vorhat, zu mir zu fahren. Und das war er wohl. Aber festnehmen können sie ihn immer noch nicht. Also ja, ich bin seit 7 Jahren hart bestraft. Das ist unfassbar. Dieser Mensch wird nicht bestraft. Das ist unfassbar. Wir hatten vorige Woche das Thema und ich habe da schon so formuliert, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, wann dieses neue Stalking-Gesetz in Kraft tritt, was der Bundestag verabschiedet hat. Ich weiß nicht, es muss aber irgendwann bald sein, was natürlich für dich und ähnlich Betroffene äußerst hilfreich dann ist. Aber, lass mich nochmal fragen, ich komme ja nicht drüber hinweg, über diese vielen, vielen Jahre, von 1999 bis heute. Ja. Was hat er denn in all diesen Jahren gemacht? Ja, täglich angerufen, SMS geschrieben, seitdem es das dann gibt oder für ihn auch gibt. Lass mich gleich immer zwischenfragen, sonst habe ich es hinterher vergessen. Warum hast du die Nummer nicht geändert? Ich habe die Nummer nicht geändert.
Erstens wollte ich sie mal nicht ändern, weil ich verhalte mich da unkorrekt, sondern er. Dann habe ich mich im Jahr 2002 selbstständig gemacht, hatte diese Nummer immer noch und habe diese behalten. Hätte ich vielleicht besser nicht tun sollen. Wobei, wenn du selbstständige Friseurin bist, ist das auch eine öffentliche Nummer. Das ist eine öffentliche Nummer. Das kommt da hinzu. Ich werde immer öffentlich bleiben, weil... Ja. Wenn er angerufen hat, hast du mit dem geredet oder hast du sofort aufgelegt? Ich habe aufgelegt. Also anfänglich, ganz anfänglich, vor vielen Jahren, habe ich noch mit ihm geredet und wollte ihn davon abbringen. Was, glaube ich, ein Fehler ist, haben wir gar nicht... Pause. Ja. Bis die Pause herrschte von 2003 bis 2005. Zu der Zeit musste sich irgendwie in psychiatrische Behandlung wegen Selbstmord versuchen. Ach so, immerhin 2 Jahre war komplett Ruhe. Ja. Da hast du doch wahrscheinlich schon aufgeatmet. Ja, natürlich. Und dann ging es dann wieder los. Ich habe ja nicht mehr dran gedacht. Was schreibt er in die Simse rein? Ach, in die Simse schreibt er Sachen wie, Schatz, unser Baby, du schenkst einem anderen unser Baby, ich hol die Schlampe aus dir raus. Also so, die Polizeibeamten haben eben einige der SMS gelesen, die haben mich gefragt, was soll das? Was ist das hier? Ja, na gut, es scheint ja ein offensichtlich hochgradig gestörter Mensch zu sein. Ja. Steht er auch vor der Tür? Beobachtet er dich? Das weiß ich nicht genau. Also heute Abend schien er vor der Tür gestanden zu haben und muss weggefahren sein per Taxi, als die Polizei in Erscheinung trat. Diese Aktion, von der du gerade gesprochen hast, als er die Tür eingetreten hat. Das war letztes Jahr. Genau. Wie lief das ab? Er hat geklingelt oder hat er nicht geklingelt? Er stand schon hier oben. Das war ganz verrückt. Also er hatte also den ganzen Abend angerufen. Und das war letztes Jahr im Februar. Die Tür hat nicht richtig geschlossen. Das ist eine Holztür. Also ist er zu mir in die obere Etage gelangt. Ja. Stand also direkt vor meiner Wohnungstür. Dann hat er geklingelt und vorgehämmert und irgendwann hat er sie eingetreten. Aber das war zum ersten Mal in all den Jahren, dass er so nah an dich rangekommen ist. Und da war zufällig dein Freund war dann auch in der Wohnung. Ja. Sag mal, Susanne, ich bin wirklich ganz fassungslos über diesen langen Zeitraum. Wie hältst du das überhaupt aus? Wie erträgt man das? Da muss man doch ein Nervenbündel sein. Ja. Das frage ich mich auch manchmal. Heute Abend bin ich wieder ein Nervenbündel und zwischendurch bin ich das auch. Aber also 2 Jahre Ruhe, okay, aber dann bleiben immer noch so viele Jahre. Ja. Wie in welchen Intervallen, wie oft meldet er sich denn? Jeden Tag. Jeden Tag. Also vor kurzem hat er morgens früh um 9:30 oder so angefangen. Da habe ich mit der Arbeit begonnen und hat dann abends um 9:30 aufgehört, in 5-Minuten-Takt auf mein Handy anzurufen. Und ich hatte an dem Tag wirklich viel Arbeit, also sozusagen Großkampftag. Unfassbar. Aber deine Handynummer könntest du ja zumindest wechseln, dass er die nicht rauskriegt. Dass nur die engsten Freunde deine Nummer haben. Nee, das geht ja auch nicht. Ich bin ja den ganzen Tag mobil unterwegs. Ach so, weil das auch nur eine Geschäftsnummer ist. Ach so, verstehe. Also ich kann diese beiden Nummern nicht ändern. Und selbst wenn ich die ändern würde, ich müsste sie ja irgendwo wieder veröffentlichen. Hast du denn auch irgendwie Angst, wenn du rausgehst, dass der dir irgendwie auflauern könnte? Wenn du alleine zum Beispiel abends rausgehst? Ja, passiert natürlich. Ja schon mal. Aber da ist dein ganzes Leben ist doch bestimmt von diesem Mann, letztendlich so gedanklich. Im Grunde genommen, ja. Wie ist das denn, wenn ihr in all den Jahren mal in Urlaub gefahren seid? Ruft er dann weiter an oder wie ist das? Ich war letztes Jahr eine Woche in Urlaub. Das war mal schön, eine Woche nichts zu hören, ja. Aber woher wusste er, dass du in Urlaub bist? Ich habe auf meinen Anrufbeantworter gesprochen, dass ich in Urlaub bin. Unfassbar. Und ab dann und dann wieder zu erreichen. Ne? Unfassbar. Ja. Ich wundere mich, dass du das noch so relativ sachlich und klar alles erzählen kannst und nicht noch mehr fertig bist mit den Nerven. Das bist du wahrscheinlich, du zeigst das jetzt nicht so in dem Gespräch. Ja, ich bin nervlich fertig, zumal heute Abend noch die Polizei bei mir war. Genau. Ja? Und im Grunde genommen ja wieder so eine Art Angriff stattgefunden hätte.
wenn da nicht irgendwo ein Mensch gewesen wäre, der hat die Polizei gerufen hat. Was weißt du über diesen Mann? Immerhin warst du ja vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal mit dem Essen. Wie lebt er? Was hat er für ein Umfeld? Was hat er für einen Beruf? Weißt du darüber? Also vor Jahren muss er wohl, glaube ich, Fliesenleger gewesen sein. Den Namen darf ich ja jetzt hier nicht. Nein, natürlich, bitte nicht. Nein, natürlich nicht. Könnte ich ja mal machen, wenn ich jetzt so gemeint wäre. Lebt bei seiner Mutter im Haus und hat da eine Einliegerwohnung sozusagen. Und hat natürlich keine Beziehung wahrscheinlich? Keine Ahnung. Und woher weißt du das, dass er da in der Psychiatrie vielleicht war, 2 Jahre? Durch die Polizei. So, jetzt ist deine Hoffnung, dass dieses Gesetz möglichst bald wirklich dann auch in Kraft tritt. Ja, dann hast du natürlich wahrscheinlich eine sehr klare und gute Handhabe gegen diesen Mann. Ja, ich will es hoffen. So langsam verliere ich so den Glauben an unsere Gesetze. Oder? Ja, aber da ist ja nun Gott sei Dank gehandelt worden. Also zuletzt vor Gericht habe ich einfach mal den Richter gefragt, mich interessiert mal, warum Justitia mit 2 verschiedenen Maßen ist. Dieter Bohlen hat 3 Wochen einen Stalker und dieser Stalker wird irgendwie behandelt, sag ich mal, eine Zwangsbehandlung. Veronika Ferres hat 2 Monate einen Stalker und ihr wird geholfen, Justizes wegen, ja? Ich habe 7 Jahre einen und nichts passiert. Und weißt du, was der Richter gesagt hat? Na? Sie kennen auch den Spruch, die Armen hängt man und den Reichen schenkt man. Das hat der Richter dir gesagt? Das hat der Richter gesagt, in einer öffentlichen Verhandlung. In einer öffentlichen? Das ist ja auch unfassbar. Am Amtsgericht Wuppertal. Tja, das können wir natürlich jetzt, müssen wir so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was du gesagt hast. Niemand kann da jetzt das richtig stellen. Weil richtig, aber es war eine öffentliche Sitzung. Also, wie auch immer. Ich hoffe sehr für dich, dass die Sache sich durch das neue Gesetz, welches hoffentlich bald in Kraft tritt, für dich wirklich dann zum Guten wendet und du endlich dann Ruhe hast und dich davon erholen kannst, von diesen schlimmen Sachen. Ja, nur dass der Bundespräsident muss unterschreiben. Ja. Ja. Und dann, das weißt du? Wann tritt es denn? Bundesrat ist es auch schon durch. Ah, ja. Die Unterschrift des Bundespräsidenten fehlt. Gut, aber das wird er sicher auch noch tun. Er wird sicher keine verfassungsrechtlichen Bedenken haben bei dem Gesetz. Das glaube ich nicht. Das ist eine Formsache jetzt noch. Liebe Susanne, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute. Wenn du noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führen möchtest, biete ich es dir gerne an. Danke. Okay. Okay. Alles klar. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit dem Manuel. Und Manuel ist 28 Jahre alt. Hallo Manuel. Domian. Hallo Manuel. Also, ich rufe zu dem Thema harte Strafen an. Ich habe gestern deine Sendung gesehen und als ich dieses Thema gehört habe, fiel mir da spontan eine Geschichte ein, die sich jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, 20 Jahre jährt. Und zwar ist es eine harte Strafe, die ich persönlich als sehr harte Strafe empfunden habe, die ich allerdings, muss ich auch zugeben, verdient hatte. Oh. Das ist eine Strafe, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Und zwar, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Nee, hol nicht weit aus, sondern mach's präzise. Präzise ist, ja, ich kann ganz kurz fassen. Ja, fass mal erstmal kurz, dann können wir mal gucken. Okay, ich habe am Geburtstag von meiner Mutter, die hat halt Geburtstag gefeiert im Garten mit jede Menge Gästen. Und ich habe damals als Kind, war ich ein kleiner Feuerteufel und habe mit Freunden hinten zum Garten raus, sind so Wälder und Wiesen, haben wir einen relativ großen Stapel an Hölzern und Stroh und alles Mögliche zusammengetragen über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich müsste damals, wenn 20 Jahre her ist, etwa 8 Jahre alt gewesen sein, habe an einem Geburtstag von meiner Mutter ein Feuerzeug heimlich genommen, bin dann runtergelaufen und habe dieses Gestrüpp dann angezündet. Und das war also so groß, das ist dann auch teilweise ein bisschen zu den Sträuchern, zu den erwachsenen Sträuchern übergeschlagen, dass dann, die meisten Gäste oder ziemlich alle Gäste dann mit Eimern Sand und Wasser mit anpacken mussten, um dieses Feuer dann so weit zu löschen. Aber das Feuer war dann nur draußen? Das war draußen. Also es schlug nicht über ins Haus rein oder zu anderen Gebäuden? Nicht, nein, aber es war halt direkt am Waldesrand.
Es hätte Schlimmes passieren können. Es hätte Schlimmes passieren können. Es war Sommer, es war trocken und ich war halt klein, naiv und wollte halt einfach ein Feuer machen. Ich war halt, wie gesagt, leider ein bisschen dumm und habe dann das Feuer genommen, bin runter und habe dieses dann angezündet. Und es war halt dann, wie gesagt, ein relativ großes Feuer und wie gesagt, die Gäste konnten dann gerade noch mit die haben es löschen können. Das verhindern können, ja. Aber da war natürlich die Mutter böse und die Eltern. War schon natürlich ganz schön was gebacken, das ist klar. Was für eine Strafe hast du bekommen? Ich habe damals, ich bin bis heute noch ein ziemlich fanatischer Angler, also ich angel für mein Leben gern, bin auch, wie gesagt, draußen in den Wäldern aufgewachsen, mit also von Natur her. Und für mich war halt Angeln immer das Nonplusultra, egal ob ich jetzt im Urlaub war. Ob schon ich, als kleiner Junge. Als kleiner Bengel, ich konnte kaum laufen. Ich musste halt wirklich, war für mich Angeln das Wichtigste von allem. Und als Strafe habe ich dann konsequent ein Jahr lang Angelverbot von meinen Eltern bekommen. Mhm. Es gibt natürlich jede Menge andere Strafen wie Hausarrest oder manche Eltern könnten natürlich auch neigen auch dazu, vielleicht mal zu schlagen, was ich persönlich jetzt nicht gut finde. Darüber bin ich auch sehr froh, dass ich nie sowas wie Schläge bekommen habe. Ich habe immer solche Strafen bekommen und das hat wirklich bei mir so gezogen, dass ich danach nie wieder in irgendeiner Form sowas machen konnte. Jetzt würde ich als Laie jetzt sagen, naja gut, ein Jahr nicht angeln ist ja nicht so schlimm. Das war für mich die Hölle. Das war für dich die Hölle, weil du so ein fanatischer Jungangler schon warst. Das war für mich der Lebensinhalt, Angeln in dem Alter. Das war für mich halt wirklich das... Was ja schon auch ein bisschen skurril ist, ne? Wenn so ein kleiner Bengel schon so fanatischer Angler ist. Ja, ja. Das war also für mich die härteste Strafe, die ich bekommen habe. Ich muss natürlich sagen, ich hatte sie auch verdient. Und da gab es keine Diskussion mit den Eltern? Da gab es keine Diskussion. Da haben die gesagt, ab heute ein Jahr ist Schluss mit Angeln. Haben die meinen Eltern immer super klar und ich komme es auch bis heute. Ja. Und aber da war kein Quengeln, kein Jammern, kein Bitte. Aber ist ja schon interessant, weil die haben dich an deinem wundesten Punkt getroffen. Ne? An meinem wundesten Punkt, ja. Und das hat gewirkt, gezogen. Das hat so gezogen, dass ich da wirklich... Vielleicht hat das viel mehr gewirkt, als wenn die dir kräftig mal den Hosenboden versohlt hätten. Ja. Dann wäre es einmal unangenehm gewesen. Ich hatte es ja wirklich verdient, aber das war für mich wirklich die haben sich ja auch wirklich was dabei gedacht, ist klar, ja. Mich so zu treffen, dass ich halt wirklich drüber nachdenke. Ja, ja. Und du bist auch nicht heimlich gegangen. Bitte? Und du bist auch nicht heimlich angegangen. Nee, ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil ich wusste ich habe es wirklich verdient und... Ja. Es hat mich zwar wirklich hart getroffen und ich denke auch da, wie gesagt, noch bis heute drüber nach, weil das war wirklich eine Strafe, die mir wirklich Wirkung hinterlassen hat. Und das ist vielleicht heute so, dass man sollte vielleicht überlegen, dass bei manchen Straftaten, natürlich nicht bei den ganz schlimmen, aber bei einigen Straftaten, sollte man den Leuten vielleicht auf eine gewisse Zeit oder auf eine lange Zeit den Führerschein einfach entziehen. Ne? Ja, da trifft man auch... bei vielen denn auch denn das in Schwarze? Das ist natürlich, wenn für die, ich sag mal, hobbymäßig das Autofahren das Wichtigste ist, wird es mit Sicherheit ziehen. Das Problem ist natürlich dann mit Arbeit, wenn sie zum Arbeitsplatz müssen oder so, ist natürlich dann auch schwierig. Aber prinzipiell jemandem das zu entziehen, was ich sag jetzt mal als Hobby oder das, was ihm am meisten Spaß macht, was aber nicht eigentlich, was ein Luxus ist. Ist schon wirkungsvoll. Ist ein Luxus. Ja, ein Luxusgüter quasi, der einem entzogen wurde, bei mir war es halt das Hobby. Und obwohl ich halt, wie gesagt, nur ein ganz kleines Kind war, habe ich genau verstanden, dass es das ein Riesenfehler war. Und bis heute zündest du keine großen Haufen mehr an, irgendwo im Garten. Sagen wir so, natürlich, wenn ich bin heute noch Angler und wenn ich dann eine kleine Feuerstelle mache, ist das eine Sache, aber ich achte wirklich akribisch darauf, weil ich halt auch mitbekommen habe als Kind, dass halt diese Flammen auf dieses Wald, diesen Wald übergeschlagen sind oder waren kurz davor, es wurde halt, wie gesagt, noch gerade so verhindert. Es war zwar leicht ein bisschen angeflammt, aber ist nichts Schlimmeres passiert. Gehört jetzt nicht mehr zum Thema, aber Schlussfrage noch, was fasziniert dich so sehr am Angeln, dass du da so fanatisch bist? Das ist schwer zu sagen. Ich sehe immer so nur am Rhein hier in Köln, die Angler, die sitzen da und sitzen. Und die sitzen ein paar Stunden und dann irgendwann zappelt da was und dann sitzen sie wieder. Was ist da so toll daran? Für mich persönlich ist es, also wenn ich fischen gehe, im Moment habe ich leider kaum Zeit dafür, eigentlich gar keine. Aber wenn ich prinzipiell angeln gehe, mir geht es natürlich auch darum, einen Fisch zu fangen, den ich mir dann schön braten kann oder so. Also isst schon alle Fische, die du angelst?
Wenn ich sie mitnehmen darf vom Gesetz, ja. Ja. Wenn sie zu klein ist, dann ja natürlich nicht. Aber, ist klar, ja. Aber so tendenziell natürlich. Aber ich muss nicht unbedingt was fangen, aber es ist einfach dieses Gefühl, da zu sitzen, dieses Naturgenießen. Ja. Ja. Ich bin halt, wie gesagt, auf dem Land aufgewachsen, habe meine komplette Kindheit draußen in den Wäldern verbracht. Es hat ja auch was Meditatives, ne? Ja, genau. Mhm. Ich genieße es einfach, draußen zu sitzen und es ist halt einfach ein Lebensgefühl. Ja. Ja. Und vor allen Dingen wird man allen Stress los, ne? Aus dem Alltag, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber dafür könnte man einfach so auf der Bank sitzen, wird ja auch ausreichen. Wozu dann angeln? Aber ich glaube, beim auf der Bank sitzen wartest du nicht darauf, dass etwas Bestimmtes, auf das du dich freust, passiert. Ah, ja. Wenn du am Wasser sitzt und du merkst, du hast einen Biss, das sind, ich sag mal, klingt vielleicht jetzt für manche komisch, aber es sind trotzdem so Adrenalinschübe, die man vielleicht als Nichtangler nicht nachvollziehen kann. Ja. Aber es ist halt einfach so die Spannung, der Reiz. Es ist einfach das Ganze drumherum. Und wenn du dann so einen Fisch gefangen hast, das macht ja auch nichts aus, dem dann einen ordentlich auf den Kopf zu geben, dass der tot ist. Da muss ich jetzt gerade sagen, bin gerade auf einer Internetseite im Forum mit Vegetariern gerade über dieses Thema am Diskutieren. Ja. Da ist nämlich auch gerade das Thema angesprochen, dass es Menschen gibt, die Fleisch essen, aber Tiere nicht töten können und dass das halt Heuchlerei ist. Und ich habe halt reingeschrieben, dass ich als Angler natürlich auch den Fisch weitgerecht so töte, wie es das Gesetz auch vorschreibt. Mhm. Und Na, ich finde wichtig, das finde ich absolut wichtig, dass du sagst, ich angel und ich esse das auch, was ich angel. Ja, ich finde es völlig pervers und bescheuert, wenn jemand angelt und das und den toten oder den getöteten Fisch dann wieder ins Wasser wirft. Ja, das ist, gibt's ja auch. Also da krieg ich einen richtigen Kamm. Ja. So, also, jetzt sind wir aber völlig vom Thema abgekommen, Manuel. Ja. Ich wollte nur mal kurz fragen, weil ich die Gelegenheit jetzt hatte, einen passionierten Angler hier zu sprechen. Ja. Ich danke für den Anruf und das war eine interessante Geschichte mit wirkungsvollem Effekt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Es hat bei mir Wirkung gezeigt. Das wirst du nie wieder vergessen. Wie gesagt, es ist jetzt 20 Jahre her, und als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich, es ist 20 Jahre her, aber das kann man eigentlich mal so ansprechen, definitiv. Weil es wirklich für mich persönlich eine harte Strafe war, die ich wirklich, wie gesagt, verdient hatte. Ja. Andere können das vielleicht nicht so nachvollziehen. Aber es ist schon verständlich. Ja, wenn jemand an das Hobby oder das Wichtigste, der Spaß entzogen wird, dann muss er halt einfach nur übertragen auf was anderes. Genau. Bei mir war es halt das Angeln. Lieber Manuel, alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle will ich mal kurz einen Sprung nach übermorgen machen. Übermorgen haben wir auch wieder ein Thema. Ich kündige euch das jetzt schon mal an. Übermorgen heißt unser Thema Einsiedler. Übermorgen möchte ich gerne also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Leuten sprechen, die in Städten oder auf dem Land völlig zurückgezogen leben. Und die sich bewusst gegen unsere normale, in Anführungszeichen, Gesellschaft entschieden haben, die vielleicht so nach unserem normalen Geschmack sehr merkwürdig oder vielleicht auch bizarr leben. Und ich möchte auch am Donnerstag gerne mit Menschen sprechen, die sich schon mal ins Ausland zurückgezogen haben, vielleicht in einem Schweigekloster waren oder in der Wüste alleine gelebt haben oder im Dschungel oder was weiß ich. Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Einsiedler und ihr könnt euch natürlich immer und rund um die Uhr bei uns für dieses Thema bewerben. Heute allerdings geht es um das Thema hart bestraft. Wer von euch ist schon in seinem Leben sehr hart bestraft worden? Wie denkt ihr darüber? Und wer von euch hat andere Leute schon sehr hart bestraft? Und wie denkt ihr wiederum darüber? 0800 220 50 50 und hier ist Harald und Harald ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Harald. Hallo. Hallo. Mensch, das ist ja irre, dass ich mal durchkomme. Dass wir beide uns mal sprechen. Ja, ich habe schon so seit vielen Jahren gucke ich so die Sendung, ne? Mhm. Und habe schon oft gedacht, dass ich mal anrufe, aber dieses Mal heute Abend hat mich das ja so doch getroffen, weil ich denke, da habe ich auch was zu sagen. Ja, ich bin gespannt. Leg mal los zum Thema hart bestraft. Ich habe jetzt mal den Fernseher ausgemacht, weil das kommt. Das irritiert, parallel, das irritiert. Genau, ja. So, Domian. Harald. Ich habe, wie alt war ich? Also 6 Jahre alt, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Mhm. Und ich hatte noch einen älteren Bruder, eine ältere Schwester. Mhm. Und die sind dann zur Mutter gekommen und dann habe ich noch einen jüngeren Bruder, der war gerade ein Baby. Wir sind dann also zu der neuen Familie, zu meinem Vater mit der Stiefmutter gekommen. Ne? Ach, das kleine Baby und du? Ja, also das Kind erstmal, der kleine Baby erstmal dann ins Kinderheim, ne? Komische Aufteilung, ne? Dass das kleine Baby nicht bei der Mutter bleibt. Ja, das
verstehe ich auch nicht. Ne? Das war, also wenn ich habe versucht nachzuforschen, warum das, ich glaube, es war damals so, dass meine Mutter hatte zu der Zeit auch Alkohol getrunken. Und da haben sie wahrscheinlich irgendwie die beiden größeren, die war dann auch zur Kur, das war also ziemlich kompliziert, da blicke ich heute auch nicht so richtig durch. Ja. Ich weiß nur, dass es ein unheimlich grausam gewesen ist, weil wir hatten vorher, also wirklich irgendwie, so wie ich mich erinnern kann, bis zum sechsten Lebensjahr ist ja nicht so, weiß man ja nicht. Das war irgendwie richtig schön, eine richtig schöne Familie, ne? Ja. Und dann kamst du in die Neuen, dann kamst du zum Vater? Dann kam die Scheidung, also mein Vater hatte, da wo er gearbeitet hat damals, hat er eine Frau kennengelernt. Wie das damals war in den 60ern, da war das ja noch mit Scheidungsrecht, ne? Da kam dann ein großer Scheidungskrieg. Und also wie gesagt, meine Mutter war dann alleine und dann die älteren Geschwister sind dahin und ich bin mit meinem jungen Bruder zu meinem Vater gekommen, also zu der Frau. Ja. Die hat er dann auch gleich geheiratet und die war auch schwanger und kriegte dann, also war ein Kind und so gleich da und dann hatten wir erst so eine Einzimmerwohnung und da stellte sich dann schon langsam raus, dass irgendwie, wenn mein Papa arbeiten war, dass die uns dann irgendwie so komisch behandelt hat, also nicht wie eine Mama, ne? Also, das heißt, ich ahne jetzt schon, das Thema ist hart bestraft, diese Frau ist nicht gut mit euch umgegangen. Nein, nee, das war dann so, dass, ja, wie soll ich sagen, Mensch, ich merke schon langsam, dass ich ein bisschen, ich habe schon oft darüber gesprochen, ne? Aber es ist eben so. Ich höre schon, dass du musst dich so räuspern, das zeigt mir, dass dir das sehr nahe geht nochmal, wenn du dran denkst. Ja. Ja, erzähl mal, was passiert ist alles? Ja, also es ist so gewesen, dass mein Vater natürlich versucht hat, ich muss wirklich sagen, mein Vater war eigentlich immer unheimlich lieb und alles, ne? Aber was ich nicht verstanden habe, war, dass er sich gegen die Stiefmutter nicht aufgelehnt hat. Was hat die Frau denn mit euch oder mit dir gemacht? Ja, die war, das war so, als die dann verheiratet waren und mein kleiner Bruder, der war ja ein ganz kleiner Junge, und da habe ich dann festgestellt, dass die dann, wir wohnten in so einer Einzimmerwohnung, wenn mein Vater nicht da war, dann hat sie den einfach rausgeschickt auf Toilette. Das war dann also außerhalb, da musste man erst über den Hof und dann war da so ein Plumpsklo halt, ne? Und dann im Winter und so ein kleiner, der hat dann geweint und so und dann hat sie den dann so rausgeschickt und dann habe ich schon ein Schlimmes geahnt. Und hinterher hatten wir dann, mein Vater hatte dann eine Wohnung, also ein Haus gemietet auf so einem Dorf, sind wir hin und dann ging das also so richtig los. Da war dann das kleine Kind da, also mein Stiefbruder, ne? Und naja, da war es dann so, dass wir, dass die Stiefmutter dann also auch auf uns eingeprügelt hat und also die Frau hat dich körperlich misshandelt. Ja, die hat uns ja richtig körperlich misshandelt, ja, ohne Ende. Wie hat sie, was hat sie genau gemacht? Wie hat sie euch geschlagen? Also zuerst so war das so, dass wir dann so mit Handfeger, ne? Oder eben dann mit so einem Ende vom Schlauch oder mit der Hand. Und das war dann nachher dann so, dass sie, als mein Bruder dann aus dem Heim dann auch dahin kam und wir haben dann zusammen dann da gewohnt im Haus und da kam dann also fast jedes Jahr ein Kind. Wir hatten also hinterher, ich habe insgesamt 5 Stiefgeschwister, ne? Sag mal, was sie mit dir gemacht hat. Was war das Schlimmste, was sie mit dir gemacht hat? Das Schlimmste war, also dass sie immer auf uns, also auf mich eingeprügelt hat mit irgendwelchen Gegenständen. Das war auch, ich hatte auch schon mal einen Armbruch und bin ins Krankenhaus gekommen. Die hat dir weggelaufen und dann bin ich zu meiner Mutter hingelaufen, habe ich dann irgendwann erfahren, wo die wohnt und mein Vater hat uns dann wieder zurückgeholt. Moment mal eben, mit dem Armbruch. War das durch einen Unfall passiert oder hat sie dir den Arm... Die hat uns dann mit so einem Besenstiel und so. Also die hat dich so geschlagen, dass sie deinen Arm... Ja, von oben bis unten blau. Und in der Schule, die hatten das auch gesehen. Ja. Wir mussten dann lange Kleidung tragen. Und, ja, Moment mal, das müssen wir mal festhalten. Das ist ja hochdramatisch, dass sie so einen kleinen Jungen so geprügelt hat, dass der Junge den Arm gebrochen hat. Sprich, sie hat dich so geprügelt. Ja, sicher. Wie hat dein Vater denn darauf dann reagiert? Ja, mein Vater, der hat dann, wenn er im Haus war, hat sie nicht auf uns eingeprügelt. Manchmal schon. So, sie hat zum Beispiel mir mal mit so einem
Handfeger über den Kopf geschlagen und da war ich dann fast bewusstlos. Also ich taumelte da rum und so und dann war er in der Küche und hat dann gerade Essen gekocht und hat dann das an der Wand geschmissen, aber er hat sich absolut nicht gegen ihr, gegen sie auflehnen können? Nee. Und er hat das auch nicht mitbekommen, dass sie euch so misshandelt hat, während er nicht da war? Doch, das hat er gewusst. Doch, aber er hat nichts gemacht? Nee, er hat nichts gemacht. Die hat uns eingesperrt. Die hat uns, also ich musste dann den Kot von den Tieren, hat sie uns ins Gesicht geschmiert, in den Mund rein, und weil wir das nicht weggemacht hätten angeblich und so, ne? Von welchen Tieren? Ja, wir hatten ja einen Hund, mehrere Hunde. Und das hat sie euch ins Gesicht geschmiert? Ja, sicher, ich musste das dann essen. Das ist aber alles sehr schlimm, sehr schlimm. Ja, wie viele Jahre hast du bei das dieser... Das waren 6 Jahre. 6 Jahre. Bis ich mich dann mal irgendwann aufgelehnt hatte. Das heißt, es war einmal so, da hat sie mich also mit einer Hundekette, das war, also wir hatten ja Hunde, und da hat sie dann, da ist ja so eine Leine und am Ende ist ja dann so ein Haken dran. Mhm. Und dann, wenn man den schlägt, dann wird das ja immer schneller und zum Schluss, wo der dann rankommt, das ist ja dann fürchterlich, tut es fürchterlich weh. Mhm. Da kann man jemanden ja richtig mit quälen. Und irgendwann hat sie das mal gemacht und dann habe ich diesen Riemen festgehalten und da hat sie mich dann, ich weiß nicht, da war ich wohl so 12 oder so, da hat sie mich dann also festgehalten und ich hab mich dann gewehrt, das erste Mal. Mhm. Ja, und haben wir uns dann geeinigt, dass sie mich einsperrt in den Keller, bis der Vater kommt. Und dass es dann Diskussionen gibt, wie es weitergeht. Ja. Und hat mein Vater dann gesagt, gut, okay, er hat dann versucht, mit ihr zu reden, das war zigmal. Mhm. Er ist auch manchmal mit uns weggefahren, ein paar Tage. Ne? Mhm. War eine Folge von diesem Reden, dass du dann da rauskamst? Nee, war nicht. Also, das hat nicht funktioniert. Ja. Und das ging dann noch ein paar Jahre weiter und irgendwann, da war ich dann so, naja gut, letztes Schuljahr und da bin ich einfach weggelaufen zu meiner Mutter hin. Mhm. Und ich wusste, wo die wohnte und da habe ich dann gesagt, also vor Zeugen, wenn du mich wieder mit zurücknimmst, bringe ich mich um. Mhm. Ne? Hattest du denn in den Jahren davor keinen Kontakt zu deiner Mutter? Ein paar Jahre, also am Anfang, also nach der Scheidung sage ich mal zuerst nicht und dann so nach 2 Jahren mal kurz, weil ich dann auch schon weggelaufen war. Ne? Also du hattest die Mutter nicht, die wusste vorher nicht Bescheid, was da abgeht? Doch, die wusste schon Bescheid. Und warum hat die dich nicht herausgeholt? Nein, die war Alkoholikerin. Die war nach wie vor Alkoholikerin? Ja, hatte mal eine Zeit, wo sie ein paar Jahre dann trocken war und hat dann auch jemanden kennengelernt und hat dann so ihre Welt aufgebaut. Verstehe. Und hat dann alles weg. Ne? Aber dann im Alter von 14 oder 15 bist du rausgekommen. Da bin ich weggelaufen. Und dein Bruder? Und mein kleiner Bruder, der musste leider noch da bleiben. Der musste noch dranbleiben. Hat ein ganz dramatisches Ende gefunden. Der hat dann also, als ich dann auch noch weg war, war er ja ganz alleine. Ne? Da bin ich dann, da hat er dann, ich hatte zu der Zeit, da war ich ja dann gerade, also habe ich bei meiner Mutter gelebt. Was hat sie denn? Eigene Problematik und mein Bruder, der wurde dann also fast halb totgeschlagen und kam dann vom Gericht her, wo kam der weg? Na, hör mal, ich muss ja mal sagen, der ist dein Vater, aber entschuldige, wenn ich das jetzt so sage. Ja, aber auch ganz schlimm, finde ich ganz schlimm. Ja. Der hat das mitbekommen, dass seine Kinder so kaputt gemacht werden und. Das ist das, was ich mich heute frage, warum hat mein Vater das zugelassen, dass diese Frau seine eigenen Kinder fast umbringt? Lebt dein Vater noch? Nein. Hast du irgendwann mit ihm mal drüber sprechen können? Ich habe es mal angefangen und das war damals, nachdem ich weg war, da war ich ja 14, 15 und dann 3 Jahre später habe ich ja mit 18 schon geheiratet und dann habe ich mit ihm wieder Kontakt aufgenommen und habe das also mit der Stiefmutter alles ignoriert. Das war natürlich ein Fehler, aber egal. Jedenfalls ist er dann viel zu mir gekommen und hat mir dann auch sein Leid geklagt, dass er... Also wenn er was getrunken hatte, war das dann so. Ne? Also er hat dann vor dir noch gejammert, dass es ihm so schlecht geht bei der Frau? Nee, nicht, dass es ihm so schlecht geht, sondern dass er, wie soll ich mal sagen, dass er... Schlechtes Gewissen hat? Ja, dass er ein schlechtes Gewissen hat und dass er nichts machen konnte. Warum, weiß ich heute noch nicht. Ja, weil er nicht den Hintern hochgekriegt hat. Ja, genau. Muss man so sagen. Ja, ich habe ihn immer, weil er immer lieb und nett und so war. Ist er denn bis zu seinem Tod mit der Frau zusammengeblieben? Bitte? Ist er bis zu seinem Tod mit dieser Frau zusammengeblieben? Ja, er ist also nicht zusammengeblieben, sondern er ist dahin vegetiert. Er hat dann auch einen Herzinfarkt bekommen und ich weiß auch, wie er da gelebt hat. Die Frau, die hat also, das Haus sah aus wie eine Schuttkuhle und er hat
vergammeltes Essen mit zur Arbeit gekriegt. Aber er ist nur noch dahin gefahren, hat auf der Eckbank in der Küche geschlafen und dann, er hat nur noch gearbeitet, ne? Aber die Frau ist inzwischen auch verstorben? Nein, noch nicht. Nein? Nee, die lebt noch. Hast du denn dich mit der mal unterhalten? Ja, ich habe mich mal unterhalten, das war, also da, kurz nach dem Tod von meinem Vater, so ein, zwei Jahre später, bin ich mal hin. Und da hatte sie dann ihre Kinder um sich und die waren dann, also die Söhne, die waren, also meine Stiefbrüder, die waren dann auch schon ein bisschen größer. Ja. Und hast du sie konfrontiert mit deinen Vorwürfen? Ja, damit konfrontiert. Und wie war ihre Reaktion? Ja, da hat sie sich also praktisch, dass sie war überfordert und was sollte sie denn machen? Und also rausgeredet? Kinder, ja, rausgeredet. Wie schlimm. Und hatte, also hat aber... Also ich weiß heute, dass sie unter fürchterlichen Ängsten leidet und ich denke, die Frau ist echt schizophren. Ne? Und lieber Harald. Auch, die Kinder von ihr, da hat sich also einer davon hat sich schon erschossen und einer hat den Namen geändert und also schlimme Familienverhältnisse. Sehr schwer. Da ist irgendwie voll der Wurm drin. Ne? Lieber Harald, ich gucke gerade auf meine Uhr, die Zeit läuft uns weg. Ja. Ich würde dir wirklich sehr gerne, weil ich ja mag, wie nah dir das geht, wenn du an diese Zeit denkst. Das habe ich ja jetzt die ganze Zeit während unseres Gesprächs gespürt. Unbedingt jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, das wäre schön, wenn ich noch mal ein bisschen sprechen kann. Ja, definitiv. Ich habe ja schon so viel gemacht, mein ganzes Leben, aber es kann mir immer wieder weiterhelfen. Ja, also ich biete es dir sehr gerne an und wir machen das so. Du kennst das ja, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Ja, und ein Autogramm bitte. Ja, natürlich. Du, das ist so lieb. Gib dir das vielleicht durch und ich schick's dir sehr gerne. Ja. Wünsche dir von Herzen alles Gute, Harald. Ja, und ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, danke, ja, tschüss. Und weiter geht es mit Marion. Marion ist 42 Jahre alt. Hallo Marion. Ja, hallo Domian. Hallo Marion. Ja. Hart bestraft. Ja. Bist du hart bestraft worden oder hast du hart bestraft? Also, ich habe meinen Sohn hart bestraft. Wie alt war der Sohn, als du ihn hart bestraft hast? Also, der war 13. Das liegt dann schon eine Weile zurück, oder? Ja, der ist jetzt 14. Ach so. Dezember 14 geworden. Was hast du mit ihm gemacht? Ja, ich habe ihn also ordentlich verhauen, sag ich mal, wie man das so früher, also ich habe das gerade mitgekriegt, dass der Vorgänger ja auch verprügelt worden ist, mehrfach. Also ich habe meinen Sohn jetzt, ich würde sagen, auch verhauen. Was heißt, wie hast du ihn geschlagen? Mit der Hand und wirklich doll. Ins Gesicht, auf den Körper? Ich denke mal, in meiner Wut, die ich da hatte, vermutlich überall. Also ich denke mal, das konnte man gar nicht so richtig, ich habe es nicht richtig realisiert, ich habe es erst im Nachhinein. Also es war nicht nur eine Ohrfeige, sondern du hast richtig draufgehauen. Das war schon, sag ich mal, so wie man sagt, außer Kontrolle, würde ich sagen. Ja. In dem Moment war ich. Warum hast du das getan? Warum? Ich denke mal, war ein Stück Hilflosigkeit mit, weil er im Vorfeld, also ist kein einfaches Kind, weil er macht eben halt viele Sachen, die so unbedarft, die er dann mal eben so macht, ohne großartig nachzudenken. Also hatte er vorher was angestellt? Ja, er hatte eine Reihe vorher angestellt und das war dann eben halt so dieses, ja, wie man sagt, i-Tüpfelchen. Der hatte mit einem Freund sie Knaller besorgt, was ja auch nicht schlimm ist, was man früher ja auch immer gemacht hat, irgendwelche Sachen dann in Papierkörben gemacht oder vielleicht in Briefkästen Knaller gesteckt, das hat man ja in der Jugend auch gemacht. Sehr gerne, ja. Und naja, auf jeden Fall hat er dann das in so einem Jugendhaus, sag ich mal, in den Mülleimer getan. Ja, und das fing dann an zu brennen, was sie sich, denke ich mal, auch nicht gedacht hatten, dass das passiert. Ja, und dann war dann ein Riesentheater mit Polizei und ja. Ja, und dann habe ich ihn mit nach Hause genommen. Ja, und dann... Bist du ausgerastet? Ja, dann war es dann passiert. Ist das einmal so heftig passiert oder schon öfter? Nee, das war einmal sehr heftig und ich habe mir geschworen, dass das auch nie wieder passiert, aber irgendwo, ja. Da hat er dich dann ja wahrscheinlich auch ganz neu kennengelernt, ne? Ja, also ich... Wie hat er denn darauf reagiert? Hat er zurückgeschockt? Hat er zurückgeschlagen? Nee. Bist du ihm körperlich überlegen? Ich meine, 30-jährige Jungs heutzutage sind ja manche schon ziemlich... ich denke mal... Also wenn er seine Kraft einschätzen, also er ist mit Sicherheit mir überlegen. Mhm. Also würde ich so sagen. Mhm. Kann ich jetzt nicht, wir haben es noch nicht ausprobiert. Oder er hat es noch nicht ausprobiert. Ich denke mal, das wird er auch nicht. Also, aber es ist eigentlich ein ganz lieber Kerl. Also
wir haben ein gutes Verhältnis jetzt. Mit. Du bist alleinerziehend? Seit 5 Jahren nicht mehr. Das heißt, da ist ein neuer Partner an deiner Seite? Ja, einen neuen Partner. Kann er mit dem? Ja. Er kann mit dem. So, du sagst, er hat geschockt reagiert. Ja. Was heißt das? Hat er geweint? Oder hat er? Ja, er hat schon ganz heftig geweint und auch geschrien und immer gesagt, ich soll halt aufhören. Und ne, das war schon ziemlich dramatisch, sage ich jetzt mal. Also im Nachhinein, wenn man sich das überlegt, wie gesagt, ich bin dann auch ganz geschockt aus dem Zimmer raus, weil irgendwo hatte mich das übermannt und hinterher tat es mir dann auch leid. Ich bin auch hinterher nochmal zu ihm hin und ja, entschuldigt, mehr oder weniger, sag ich mal. Also hast du mit ihm geredet dann nochmal? Ja. Also er war aber jetzt nicht irgendwie verletzt, dass du ihn... Nee, das so auch nicht. Ja, schon, ich denke mal so innerlich. Ja, innerlich, aber er hat jetzt keine Nasenbrüche, Nasenbeinbruch oder sowas, das nicht. Nee, sowas hat er nicht. Aber er war innerlich sehr schon sehr getroffen. So, jetzt erzählst du das schon mit fast ein bisschen mit Scham so. Bereust du das, dass du das so gemacht hast? Ja, jein. Ja, schon mehr. Also in gewisser Weise schon. Es könnte ja auch sein, ich sage jetzt mal was ganz Unpopuläres, bitte keine Beschwerdebriefe gleich schreiben, es könnte ja auch sein, dass das eine große Wirkung jetzt für ihn, auf ihn ausgeübt hat. Ich denke mal, das hat es schon gehabt. Also ich hatte vorher nichts unversucht gelassen. Also er hat, wie gesagt, schon einiges angestellt, wo ich immer denke, wie gesagt, heutzutage etwas anzustellen, als Kind ist ja dann auch immer so sofort so, da wird man in so eine Schiene gesteckt. Was sind das denn für fürchterliche, sag ich mal, aus was für einem Haus kommt er denn? Oder die Eltern haben gar keine Erziehung, die Kinder haben keine Erziehung genossen. Solche Sachen, da wird man ja unheimlich schnell abgestempelt. Auch in den Schulen, finde ich, werden die Kinder unheimlich schnell abgestempelt. Ja. Er, wie gesagt, hatte viel gemacht schon. Ja. Und ich war mit ihm bei der Polizei und dann habe ich zu denen gesagt, ich sage, Mensch, der muss doch mal irgendwann jetzt darüber nachdenken, was er tut, nicht einfach so sinnlose Sachen machen. Und wie gesagt, das hatte ich vorher ja alles schon gemacht. Und dann hat er das dann wieder gemacht, wobei das ja jetzt nicht, war jetzt blöd gelaufen, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein, weil ich habe alles gemacht. Ja. Und so, nun hast du so heftig reagiert, jetzt hast du mal so etwas gemacht. Nun ist ein Jahr vergangen. Ja. Wie hat er sich denn, hat er sich verändert seitdem? Ja, also solche Sachen hat er jetzt nicht mehr gemacht. Verändert? Ja. Na gut, aber das meinte ich jetzt zum Beispiel. Also sowas hat er nicht. Hat er nicht mehr gemacht. Hast du jetzt daraus gelernt, dass du, ich meine, er wird jetzt immer älter, das Thema ist kein Thema mehr, aber dass vielleicht mal ein bisschen die Hand locker haben gar nicht so schlecht ist? Weiß ich nicht. Also ich habe noch eine Tochter und da war sie was ganz, ganz klein, also wirklich, weiß ich nicht, 3 Jahre alt, überall dran gegangen, so wie Kinder so sind, die dann ständig an Schränke gehen und man will das nicht und man sagt ständig nein und dann hören sie halt nicht und dann gibt man einen Klaps auf den Finger. Das, denke ich mal, hatte ich bei meiner Tochter auch schon machen müssen. Mein Sohn war halt ganz anders oder ist ganz anders. Da habe ich dann doch schon mal, also ich habe dann öfter mit ihm schimpfen müssen. Ich habe ihn noch nie so gehauen, aber ich habe öfter schimpfen müssen. Und ich denke, Konsequenz ist eigentlich das, was wirklich zählt. Also hauen, das ist immer ich denke mal, das ist nicht die Lösung. Nein, definitiv nicht. Das ist sehr gut ausgewählt, Konsequenz, das ist richtig. In dem Moment denke ich mal, war es, muss es vielleicht sein. Weiß man, nein, muss es vielleicht nicht. Hat er es dir denn nachgetragen? Also wir haben eine Zeit lang darüber gesprochen, auch im Nachhinein noch darüber gesprochen. Und er sagt dann, weil ich gesagt habe, weißt du, wenn du Kinder hast, mal später, wenn du mal größer bist und du Kinder hast und die machen dann solche Sachen, das und das, ich habe das nochmal mit ihm besprochen, wie würdest du denn dann reagieren? Oder was meinst du denn, wie du dann reagierst, wenn deine Kinder das machen? Ja, ich würde mit den Kindern sprechen. Ja, ich sage, das habe ich ja auch alles gemacht mit dir. Ich habe doch vorher mit dir gesprochen und gesagt, du darfst das nicht. Und vielleicht mehr mit den Kindern sprechen. Also er sagt nicht, dass er das mit seinen Kindern auch machen würde. Was ich ja natürlich nicht weiß, aber... Hast du dich denn, du hast gerade gesagt, so richtig explizit entschuldigt hast du dich nicht? Nee. Du hast dich zu erklären versucht? Ja. Also ich denke mal, das wäre mehr eine Erklärungsnot, sag ich mal, die ich dann auch vielleicht hatte. Aber ich habe gesagt, du hast mich so wütend gemacht und... Also
Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich höre es daraus, dass du so ein bisschen zwiegespalten bist. Auf der einen Seite tut dir das leid und du hältst natürlich so generell Prügelstrafe für kein pädagogisches Mittel, was ja auch richtig ist. Aber in der Situation, unter den besonderen Umständen, ist es halt so passiert. Und in einer gewissen Weise stehst du auch dazu. Ja, schon. Nur ich dachte, die Art und Weise war vielleicht nicht, also die Heftigkeit. Also für mich im Nachhinein die Heftigkeit. Vielleicht so, wie du sagst, eine Ohrfeige oder, sag ich mal, ein Klaps oder so, hätte es vielleicht getan. Auch vielleicht getan, ich weiß es nicht. Aber das war so, in dem Moment war so diese Verzweiflung pur bei mir. Weil ich gedacht habe, Mensch, man hat alles gemacht und man tut alles. Und der Kerl, sag ich jetzt mal so, der Kerl, das Kind, das reagiert überhaupt nicht. Man hat es mit Güte versucht, man hat es mit Reden versucht und... Ich fand gerade beeindruckend von dem Manuel war das, glaube ich, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, wo der hatte was angezündet und die Eltern haben ihm dann sein leidenschaftlichstes Hobby ein Jahr lang verboten, nämlich angeln zu gehen. Ja. Das hatte so eine Wirkung für ihn, dass er das bis heute nicht vergessen hat. Ja. Ist eine gute Maßnahme, ne? Wie gesagt, wenn man das dann konsequent durch... Ja, das muss man dann auch konsequent machen, aber knallhart. Wäre das gut. Also bei mir fallen dann immer so, wenn ich dann sage, ja, so, du darfst jetzt ein paar Tage nicht am Computer oder du darfst ein paar Tage nicht Fernsehen gucken. Man sollte also wirklich die Sachen, die man dann ankündigt, wenn man das dann so auch macht, durchziehen, wirklich durchziehen, weil es ist in der heutigen Zeit auch ziemlich schwierig, bestimmte Sachen durchzuziehen. Liebe Marion, danke für deinen Anruf und ich hoffe, dass ihr beiden jetzt in Frieden zusammenlebt, du und dein Sohnemann. Das machen wir schon. Alles Gute. Okay, ne? Tschüss. Und hier ist die Nicole. Nicole ist 37. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Nicole. Du hast gerade gesagt, ein Jahr nicht angeln ist schlimm und hast dabei auch direkt gesagt, so wenn man ein Jahr den Führerschein nicht hat, dann ist das genauso schlimm. Mhm. Und ich habe das erlebt. Ich habe Morbus Crohn. Da hat letzte Woche schon meine Frau bei dir angerufen. Ja, also schlimme Darmerkrankung. Ja. Genau. Mhm. Und ich war ein Jahr lang darauf angewiesen, mit einem Arbeitskollegen zur Arbeit zu fahren. Und ich kann teilweise nicht halten und mache in die Hose. Und das war das erste Mal, dass andere Leute das dann mitbekommen haben. Und dieses Jahr war das Schlimmste, was ich durchgemacht habe. Und mir den Führerschein wegzunehmen, das war immer mein Heiligtum, weil in meinem Auto habe ich mich immer sicher gefühlt. Was in meinem Auto passiert, interessierte niemanden. Ich konnte also dann irgendwo hingehen, konnte mich umziehen, konnte mich waschen. Und musste in diesem einen Jahr dann eben das Gespött der anderen Leute ertragen und alle haben es mitgekriegt, alles, was ich so fast 10 Jahre lang verbergen konnte. Jetzt habe ich aber nicht verstanden, warum man dir den Führerschein weggenommen hat. Bin mit Alkohol gefahren und man hat mich erwischt und hat mir den Führerschein weggenommen. Wie viel Promille hattest du? 1,5. Puh. Ja, war... Ist ja auch, ist dann ja auch gerechtfertigt. Ist absolut gerecht. Ich habe die Strafe auch nur, ich akzeptiere diese Strafe auch. Ich habe auch gesagt, das ist vollkommen verdient. Aber die trifft dich natürlich besonders hart. Genau, nur ich wusste, ich habe diese Konsequenzen vorher nicht, ich hab sie nicht so abgeschätzt und habe nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Nur man, das heißt also, das Schlimme war für dich, dass du damit jemandem mitfahren musstest und in dem Auto passieren dann Sachen, die für andere Leute unangenehm sind. Es entstehen Gerüche. Hat gesagt, halt bitte an, ich muss in das nächste Gebüsch springen oder es hat dann eben überhaupt nicht funktioniert oder ich musste mich mit dem Essen da eben drauf einstellen. Wenn er gesagt hat, wir fahren um 5 Uhr nach Hause, dann habe ich also ab 12 Uhr mittags nichts mehr gegessen. Das heißt, es ist aber auch schon passiert, dass im Auto irgendwas daneben ging und du dich dann sehr geschämt hast, weil es sehr stark gerochen hat und so weiter. Genau, und es war Winter, also so dann, ne, im Sommer kann man noch die Fenster aufmachen und das alles noch so ein bisschen kaschieren. Wie ist denn der Kollege damit umgegangen, wenn du da mal ein bisschen was unter dich gemacht hast? Am nächsten Tag, wenn wir zur Firma gefahren sind, kam dann in der Firma irgendwie so Belästigung und es war klar, es wurde erzählt. Und ich hatte diesen Job eben noch nicht so lange. Also es ist mittlerweile so weit gegangen, die Firma ist jetzt umgezogen. Ja. Das heißt, ich müsste morgens jetzt nicht nur 20 Minuten, was für mich eine lange Zeit ist, fahren, sondern müsste morgens eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde fahren und habe mich jetzt 6 Wochen beurlauben lassen. Wann ist die Zeit denn rum? Wann kriegst du den Führerschein wieder? Am 10.4. Am 10.4. Na gut, das ist ja dann nicht mehr so ganz lange hin. Nee. Aber ich glaube, du wirst nie wieder Alkohol trinken. Am Steuer. Ich werde Alkohol trinken, aber nicht mehr danach fahren. Genau, ganz genau. Ja. Also von daher war das wirklich eine harte Strafe für mich und hat mein ganzes Leben durcheinander geschmissen. Verstehe. Weil man lebt ja auch eine Zeit so ein Doppelleben.
kann das vor anderen sehr gut kaschieren. Und wenn man weiß, es kriegen dann alle mit und ist das schon peinlich, es wird dann doch nicht so runtergespielt, dann ist es doch sehr peinlich und man lebt dann ein ganz anderes Leben. Ja. Liebe Nicole, meine Sendung ist gleich vorbei, aber wir haben noch reden können.